Hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns 4K. Allem drum und dran, ihr wisst Bescheid. Wir starten rein mit Rickety Rails. Es wird heute bestimmt wieder so wie immer ganz interessant und wir sliden erstmal hier runter auf einer Wasserrutsche. Ja, hier hinten können wir ein bisschen Sachen kaputt machen. Ist das jetzt... Oh boy, da will ich noch nicht hin. Wait a moment, wir haben rechts noch nicht abgecheckt. Was gibt es hier? TNT. I'm Dynamite. TNT. And I will not fight. TNT. Okay. Ja, rein da, hätte ich gesagt. Let's go, da haben wir erstmal alles weggeballert. Bam, hier die Bongos sind down. Boah, das war knapp. Und dann ab hier rüber. Bang, bang. Und... Oh nein. Ihr seht das nicht. Oh nein. Es ist ein Level, wo wir springen können. Das ist eine neue Form des sogenannten Minenlevels. Minecart-Levels, so rum. Deutsch, schwer. Da können wir rein. Da gibt es einen wunderbaren Bonus. Und in einem sogenannten Minenkart-Level geht es ja meist darum, dass wir in einem Minecart sitzen und uns so ein bisschen durchmanövrieren. Aber das Problem ist, nur wir können springen. Wir springen ohne Minecart. Das heißt, wir springen von Minecart zu Minecart und auch wieder auf den Boden. Oh mein Gott, das ist ja geisteskrank hier. What the hell? Viel zu episch. Kann man nicht anders sagen. Bitte, mach weiter. Ey, das Level ist ja horrifying. Boy. Ey, mach doch mal Checkpoint jetzt. Wäre echt cool so. Checkpoint wäre echt voll cool. Guys, falls ihr von diesem geisteskranken Stuff hier nichts verpassen wollt, ey, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und... Was war's? Ja, kein Problem für den wahren Meister, nicht? Tja. Also, wer jetzt noch kein Abo da gelassen hat, dem kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Ey, es ist wieder geisteskrank, was hier abgeht. Der Start war schon wieder viel zu heftig und extrem. Ich habe maximal Angst vor dem, was uns heute noch so erreichen wird. We will see. Rip and Trip klingt irgendwie spaßig, aber irgendwie auch überhaupt gar nicht. Aber schließlich sind wir hier der Oberaffe und deswegen sollte das alles... Können wir hier boxen? Achso, wusste ich natürlich. Ja, ja. Wahrscheinlich. Achso, heute nur so heftige Level, alles klar. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Die schlimmste Folge bisher. Ich frage einfach mal so in die Runde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Ich bin doch im richtigen Moment abgesprungen. Bitte was? Okay. Ich finde es gut, dass wir jedes Mal wieder Didi bekommen am Anfang. Auch wenn Didi uns also legit überhaupt gar nichts bringt. Oh, let's go, wir haben den ersten Boost. Babelle! What the hell, ihr seid doch so gestört, Mann. Ihr seid doch so gestört. What? Na, bitte mach doch nicht diesen Nintendo. Hört doch auf. Das ist ja... Jo, wahrscheinlich, oder? Das war ein komplett dummer Sprung. Ah, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Oben lang. Ein paar unten lang. Wieder oben. Okay. Hallo, Ziel, ihr Affen. Nintendo. Ey, das macht mich mental ja sowas von fertig, Guys. Uff, lasst auf jeden Fall ein Like da, bitte. Ey, das wird mir zeigen, dass ihr das genauso feiert wie ich. Es wird geisteskrank. Steppen wir in 4, 3 Bombs away. Ich stelle jetzt meine vage Vermutung auf. Believe it or not, ich bin mir zu 100% sicher, das Level hat was mit Schienen und Bomben zu tun. Ich bin ja so ein krasser Dude. Es ist wenigstens jetzt ein echtes Loren-Level, das ist schön. Digga, was? Wer hat dir ins Hirn gekotet? Ey, meine Fresse! What the hell?
Was macht der Typ davon? Okay, hier müssen wir uns ducken. Sehr, sehr wichtig. Nee, Puzzleteil interessiert mich gar nicht. Okay. Nintendo. Nein, nein, nein. Alles klar, was war dieses O? Ja, ach komm, mach doch noch mehr. Das Ding ist, dafür liebe ich halt Donkey Kong wieder. Es ist so immersiv, es fühlt sich so schön an. Es ist so schwer und so episch. Das macht's halt echt krass. Oh boy. Checkpoint, let's go. Nein, einen Millimeter zu früh gesprungen. Boy, was ist dieses Level? Ja, ach komm! Boah, jetzt ist er schon wieder da. Wenigstens die Möglichkeit, das N nachzuholen. Das ist schön. Oh, come on. Let's go, er ist tot, glaube ich. Nein, schön genug bleiben. Nein, er lebt immer noch. Er lebt nicht mehr. Er hat meine ganze Bahn kaputt gemacht. Boy. Boy. Boy, what the hell? Geht doch zum Arzt, Mann. Bitte, Nintendo, lasst euch untersuchen auf alles, Mann. Ein ganz entspanntes Level an der Stelle wieder. So für zwischendurch immer schön, so auch mal so ein Level zu haben, das eher entspannt und ruhig ist. Das O holen wir jetzt noch kurz nach. Oh mein Gott, als ob das First Try geklappt hat. Ich bin so ein krasser Typ. Ich bin so ein krasser Typ. Mit dem Schlüssel kommen wir dann zu 44 Mole Patrol. Es klingt immer irgendwie ein bisschen weird, diese Namen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das Level was mit Sheen zu tun hat. Ich wurde enttäuscht. Und zwar ziemlich. Oh boy, es geht los. Also das ist ja die epische Welt hier. Also wirklich, hier passiert ja nur geisteskranker Stuff. Ihr arbeitet weiter und ihr stört mich auch gar nicht. Oder ist das Kay? Das nehme ich mit. Okay, warum nicht? Hör auf, mich zu hauen. Ich esse dich. Kann man Maulwurf essen? Ich will es gar nicht wissen. Gib mir so ein bisschen Minecraft-Vibes, das Ganze. Okay, kommt halt ein Zug. Why the hell kann der fliegen? Juhu! Das sieht schon besser aus. Er ist oben. Boy, 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 boy. Wir sind ganz entspannt. Wir sind die entspanntesten Menschis der Welt. Das O nehme ich mit, weil das schmeckt super. Oh, Checkpoint, let's go! Oh, hier ein bisschen unten durch, ein bisschen oben lang. Der macht einfach Looping, alles klärchen. Boah, er rastet komplett aus, der Typ. What the hell, dass ich noch... Nee, zu riskant. Der bohrt sich einfach durch den Tunnel da durch, wie krass. Checkpoint wäre nice. Nur so eine Idee. Checkpoint wäre nice. Checkpoint wäre... Let's go. Ey, hätten wir alle Buchstaben, das wäre so insane gewesen. Das wäre legit insane gewesen. Aber heute ist der Tag, an dem performe ich so gut wie Eminem auf der Bühne. Keine Ahnung, Mann. Let's go, wir holen das N kurz noch nach. Ich bin legit so froh, dass das alles so gut klappt. Oh mein Gott, ich war noch nie so gut in Donkey Kong. For real. Shrouded Cavern 4-5. Schauen wir uns beim nächsten Mal an, Guys. Lasst auf jeden Fall ein Abo, da würde mich wie immer riesig freuen. Und checkt dieses Video aus. Da gab es Mario Bros. Wonder in DS-Grafik. Es ist geisteskrank.